Datteln werden auch als Brot der Wüste bezeichnet, weil sie im arabischen Raum eine riesige Rolle spielen. Interessanterweise gilt die Dattel beispielsweise in der chinesischen Medizin als Verjüngungsmittel. Man fand Hinweise darauf, dass die Pflanze zur Vererbung des Geschlechts ein System mit X- und Y-Chromosomen entwickelt hat. Oh shit! Ähnlich wie bei uns Menschen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein von Interessante Welt. Schon lange haben wir uns kein Video mehr von Interessante Welt reingezogen. Ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Das Video heißt, sind Datteln mit den Menschen verwandt? Der Titel ist auf jeden Fall crazy. Ich weiß auch nicht, wie er darauf gekommen ist, wie eine Frucht mit einem Menschen verwandt sein kann. Ich glaube, er will damit einfach nur sagen, dass Datteln auf jeden Fall eine heftige Frucht sind. Und das denke ich auch. Ich liebe Datteln. Es sind eigentlich wie Süßigkeiten in gesund. Deswegen, ich habe Bock auf die miese Dattel-Recherche. Ich küsse eure Zielbedrüsen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert den Kanal. Yes, Peter geht los, würde ich sagen, Digi. Und los. Dattel in den Mann, Alter. Gib mir die Datti-Vibes, Bro. Datti! Die Dattel ist mit ihrer seltsamen Konsistenz sowie dem unvergleichlichen, fast schon skurrilen Geschmack eine große Besonderheit. Sie ist tatsächlich eine Frucht. Der Geschmack kann einem beim ersten Probieren sehr fremd vorkommen. Doch hier... Das Einzige, was mich stört, ist, die sehen ein bisschen aus wie Kakerlaken, Digi. Sorry. Je öfter man sie konsumiert, desto mehr wird sie vom Körper anerkannt. Datteln werden auch als Brot der Wüste bezeichnet, weil sie im arabischen Raum eine riesige Rolle spielen. In den letzten Jahren bekommt diese Frucht immer mehr Aufmerksamkeit in das Brot der Wüste, Digga, wild. Europäischen Ländern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie... Ist es nicht auch, steht nicht im Koran auch, dass man... Hat nicht Mohammed sein Fasten immer mit einer Dattel gebrochen? Ich glaube schon, ne? Ist auch eine wichtige Frucht im Koran. Auf unserer Speisekarte sehr gängig sein wird. Es gibt hunderte verschiedene Arten. 2022 wurde das Wissen, die Traditionen und Bräuche rund um die Dattelpalme in den Ländern Ägypten, Irak, Jemen etc. von der UNESCO in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Crazy. Doch folgen diese Länder ohne wissenschaftliche Basis aufgrund von Kultur und Traditionen seit Jahrhunderten dieser Frucht? Oder steckt da etwas mehr hinter? Diese Skepsis besteht aus diversen Gründen. Jetzt wird's mystisch, Freunde, Aluhüte raus. Die Dattel ist ein Alleskönner. Es gibt reichlich Ballaststoffe, die den Magen-Darm-Trakt positiv beeinflussen. Die Verdauung wird angeregt. Darmkrebs wird vorgebeugt. Bro, ich hole mir ein paar Datteln direkt später. Nebeneffekt der Ballaststoffe, sie halten lange satt. Weiterhin sind sie Futter für Darmbakterien und fördern somit ein gesundes Mikrobiom. Kalium, Magnesium, Calcium, Eisen, wichtige B-Vitamine und die Aminosäure Tryptophan, welche in das Hormon Melatonin umgewandelt wird. Der Krass, also hilft doch vorm Schlafen, wa? Schlaf wird gefördert. Die große Menge Kalium hilft, den Blutdruck zu senken, wenn er... Crazy, vor allen Dingen auch Datteln sind auch nice. Ich finde, die schmecken wie, das sind halt wie Süßigkeiten. Kann man perfekt benutzen, um seine Süßigkeitensucht loszuwerden, finde ich. Hoch ist. Wenn man die Mineralstoffe auf ihre Wirkung forscht, gibt es viele Gründe, warum man Datteln essen sollte. Je nachdem, für welche Wirkung man es braucht. Einer sagt im Chat gerade, Alex sagt gerade, Gott hat uns alles gegeben. Ich schwöre, ist so. Wir haben alles in der Natur eigentlich, was wir brauchen, um uns gesund zu machen, zu heilen und ein gesunder Mensch zu sein, so, weißt du? Wir brauchen keine Medikamente eigentlich. Die Pharmaindustrie brauchen wir auch nicht. Wir haben Pflanzen. Alles ist in der Natur vorhanden. Vor, du bekommst alle positiven Effekte auf einmal geschenkt, wenn du dir zur Gewohnheit machst, beispielsweise 3 Stück am Tag zu essen. Doch warum sollen diese Zuckerbomben nur gesünder sein als andere zuckerhaltige Lebensmittel? Wegen wahrscheinlich großes Spektrum an Mikronährstoffen, hast du ja eben selber schon aufgezählt. Ballaststoffe machen den Unterschied, denn dadurch gelangt der Zucker langsamer in das Blut, als wenn sie in anderen Produkten pur kommen.
Was für eine Feinheit der Natur. Ich find's auch crazy, dass es echt Leute gibt da draußen, die so Schokoladesachen und so mit Früchten vergleichen. Na, Fruchtzucker ist auch schlimm und so, dies, das, blablabla. Da werden Früchte auch verteufelt und die essen dann nur noch Fleisch und Eier und so ein Scheiß, weißt du, wie ich meine? Und denken dann, das ist gesund. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch mit dem Insulin und so. Also ich habe mir da auch mal ein Video reingezogen. Fruchtzucker von Früchten wie Bananen, Datteln etc. pp. Kommt ganz anders in den Körper, wie er eben auch gesagt hat, so, weißt du? Kannst du null miteinander vergleichen. Damit erhöhen sie nachgewiesenermaßen langsamer den Blutzucker eines Menschen. Man misst es mit dem sogenannten glykämischen Index, der bei Datteln niedriger ist als bei herkömmlichem Zucker. Datteln enthalten neben Selen, was auch selten vorkommt, viele Antioxidantien, sogenannte freie Radikale in unserem Körper, die durch Rauchen, Alkohol, Stress, Umweltgifte etc. begünstigt werden, sorgen dafür, dass wir schneller altern. Die Antioxidantien bekämpfen diese freien Radikale in unserem Körper. Interessanterweise gilt die Dattel beispielsweise in der chinesischen Medizin als Verjüngungsmittel. Krass, Digga, in der chinesischen Medizin als Verjüngungsmittel, Digga. Die Muslime essen Datteln zum Fastenbrechen. Diese Praktik kommt vom Propheten, der gern wusste ich's doch. Datteln aß. Interessanterweise empfohlen in ungerader Anzahl. Empfohlen in ungerader Anzahl, krass. Fastenbrechen ist es leicht verdaulich, sodass der Magen... Numerologie it in, man, Alter. Jeden Tag 3 Datteln ab heute, sagst du, oder was? Also ich gehe direkt nach dem Stream zum Shop. Hab mich schon überzeugt. Hab Datteln schon immer gefühlt, aber nie regelmäßig konsumiert. Wird jetzt Ritual werden. ...langsam in Gang gesetzt wird, bevor die Hauptspeise kommt. Die Antioxidantien werden auf leerem Magen effizienter aufgenommen. Neue Studien zeigen sogar, dass Datteln eine entzündungshemmende Wirkung haben. Andere Studien aus dem Iran und Jordanien zeigen, dass Datteln die Geburt erleichtern. Guck dir das an, ey. Ist das ein Witz? Wahrscheinlich nicht, nee. Gerade du solltest, der in Mexiko lebt, beste Zugänge haben zu den besten Datteln. Der Lieferweg ist nicht weit, beste. Ja, ja, voll. Ich habe auch hier einen Laden. Coconamor heißt der. Der ist ein komplett naturaler. Da kaufe ich alle meine Shampoos, meine Öle und so, Teebaumöl und meine Bodylotions. Alles natural. Da kaufe ich auch mein Wasser. Ist Alkaline Water. Und die haben auch so Gläser mit ganz vielen verschiedenen Kernen, Nüsse, ja, alles Mögliche. Und die haben auch Datteln. Und die werde ich mir heute zum ersten Mal da holen. Die sehen auch richtig knackig und fresh aus. Geil, ich freue mich jetzt schon. Die Fassung von der Geburt Jesu im Koran erklärt, als Maria von den Wehen überrascht wurde, suchte sie Schutz unter einem Dattelbaum. Sie lehnte sich an diese Palme. Sie schüttelte. So sehen die aus, oder was? Digga, wild, Alter. Sind Palmen, oder was? Noch geiler. Fühl ich komplett, ja. Palmen sind eh mein Ding. Ich würde mir irgendwann mal auch eine Palme tätowieren lassen, Bro. Und eine Kokosnuss am besten noch dazu. Vielleicht auch eine Dattel. Die Palme in ihre Richtung. Und sie gab frische, reife Datteln, heißt es sinngemäß im Koran. Diese Situation half Maria bei der Geburt. Unsere modernen Frauen können von diesen alten Religionen noch viel Gebrauch machen. Generell, die modernen Menschen können von dem alten Wissen, was schon seit Jahrtausenden auf der Erde eigentlich vorhanden ist, sehr, 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 sehr viel mitnehmen. Wir müssen mal wieder zurück, ein bisschen back to the roots gucken, was da läuft. Es wird klar, wie einig... Ich will ganz kurz mal Dattelpalme mir kurz reinziehen, ja? Geil, Digga! Oh, die sind fresh, Bro. Digga, ich kann dir nur alleine, alleine wie das Ding, wie die Palme aussieht, kann ich dir schon sagen, wie heftig die Frucht sein muss, Digga, weißt du? Guck mal, was für Vibes, Bro. Feier ich. Ich wusste nicht, dass Datteln von der Palme kommen, ja? Wissenschaftler überhaupt darauf kommen, genau an diesen Dingen in der Natur zu forschen. Doch glaubst du, das war's schon mit der Frucht? Die Dattelpalme gehört zu den wenigen Pflanzen, die zweihäusig sind. Also es zweihäusig? Rein männliche und weibliche Pflanzen. Nur weibliche Pflanzen geben auch Früchte. Normal, Digga. Die Girls wieder. Die Girls können gebären. Deswegen besteht ein großes Interesse daran, früh zu erkennen, welches Geschlecht die Palme hat.
woran er... Krass, da gibt's auch nur zwei Geschlechter oder gibt's auch Misch... Gibt's auch... Trans-Datteln. Trans-Dattelpallen, Digga. Non-binäre Dattelpalm, Vigio. Man äußerlich, ob es eine Mann- oder Frau-Palme ist. Witzig. Die männlichen sind stämmiger und robuster gebaut als die weiblichen. Frühestens erkennt ein Palmengärtner das Geschlecht normalerweise nach 5 Jahren. Deswegen sequenzierten Genetiker eine Region des Genoms, der tatsächlich das Geschlecht verraten könnte. Man verglich Gensequenzen von männlichen und weiblichen Palmen. Man fand Hinweise darauf, dass die Pflanze zur Vererbung des Geschlechts ein System mit X- und Y-Chromosomen entwickelt hat. Oh shit! Ähnlich wie bei uns Menschen. Das ist krass, Digga. Müssen die auch zusammenkommen, um eine neue Pflanze zu kreieren? Nee, ne? Was machen denn die Männer, Palmen? Die sind unnötig, wa? Wie wir. Oder beschützen die wenigstens oder irgendwas? Einige Sequenzen könnten vielleicht sogar mit der Fruchtqualität und dem Ertrag zusammenhängen. In Zukunft wäre also vielleicht ein Gentest für Dattelpalmen möglich, die es ermöglichen, den Anbau besser zu planen. Ohne Wasser können sie nicht leben. Die produzierten Datteln haben die Hautfarbe eines Menschen. Jetzt geht der in Filme rein gerade, ne? Schneidest du die Spitze der Dattelpalme ab, stirbt sie. Denn dort sitzt ihr Herz oder das Gehirn, je nachdem, wie man es deuten möchte. Wenn dieses Organ schadet... Der will jetzt echt Dattelpalmen mit Menschen vergleichen, wa? Der ist ja geil, Digga. Bedeutet es den sicheren Tod für die Palme. Ja, wir sind Pflanzen, na klar. Ah, jo. Die Fasern erinnern an Haare, die verschiedene Farben haben können. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist wie bei einem Menschen. Die fruchtbarsten Jahre sind im Alter von 15 bis 40 Jahren zu beobachten, genau wie beim Menschen. Ab dem 60. Lebensjahr geben sie kaum bis keine Früchte mehr. Wie schon erwähnt, sind Datteln zweihäusig, also entweder männlich oder weiblich. Krass, boah, die krasse Palme, das sieht aus wie so ein Baum und eine Palme gemischt irgendwie, ne? Die Vermehrung findet durch Befruchtung statt. Männliche Palmen produzieren Pollen, während weibliche Palmen Blütenstände entwickelt haben, die die Eier enthalten. Ja, schön befruchtet die Jungs innen. Der Pollen wird zum Beispiel durch den Wind von den männlichen zu den weiblichen Palmen transportiert. Wenn der Pollen auf die weiblichen Blütenstände trifft, erfolgt die Bestäubung. Bestimmt auch mit Vögeln oder Bienen oder so, ne? Dattelpalmen bilden im Frühjahr neue Triebe, die direkt neben dem Hauptstamm aus der Erde sprießen. Diese sogenannten Schösslinge können wie durch einen Kaiserschnitt bei einem Menschen abgeschnitten und an einem anderen Ort eingepflanzt werden. Wird er zu früh vom Mutterbaum getrennt, kann es erhebliche Verletzungen und Stress bei der Mutterpalme auslösen. Krass, aber ein paar Parallelen sind auf jeden Fall am Start. Es kann sogar sein, dass sie dann keine Früchte mehr gibt, als würde sie auf die Trennung mit Gefühlen reagieren. Krass, Digga, krass. Ja, also ich kann mir unter Umständen noch vorstellen, dass diese Palme vielleicht kreiert wurde, nah an uns Menschen dran, also mit ein paar Eigenschaften, die wir auch haben, damit es uns auch, wenn wir die Frucht konsumieren, einen heftigeren Effekt gibt. So, weißt du, wie ich meine? Kann ja sein, man weiß nie, Digga. Gottes Wege sind unergründbar manchmal. Und schon wieder sind wir an einem Punkt, der für die meisten Zuschauer zu fern vom bekannten Weltbild scheint. Ja. Doch das uns vorgegebene Weltbild sollte ständig hinterfragt werden. Aha. Die Dattel mit diesen Augen zu betrachten, kommt von islamischen Überlieferungen, die besagen, dass die Dattelpalme mit dem Menschen verwandt ist. Krass. For real? Kurios es auch klingt. Das arabische Wort Nakla ist bekannt für die Dattelpalme. Interessanterweise hat das Wort die ursprüngliche Bedeutung sinngemäß im Sieb verblieben oder im Sieb verbleibender Rest. Der Prophet sagte nämlich: Ehrt eure Tante, die Dattelpalme, denn dieser Baum wurde aus den Resten der Erde erschaffen, aus dem Adam, Friede sei mit ihm, erschaffen wurde.
Interesting. Die Frucht hat eine enorme Bedeutung für diese Religion. Aber wie wir gesehen haben, unabhängig davon, für alle Menschen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Pflanze machen diese Überlieferung unheimlich interessant. Und ob man dem Ganzen Glauben schenkt oder nicht, eins ist klar. Die Wissenschaft lügt nicht. Muss ich was sagen jetzt oder wisst ihr Bescheid? Ihr wisst Bescheid, glaube ich, ne? Oder? Die Dattel ist ein wundervolles Naturprodukt, das seit Jahrhunderten seinesgleichen sucht. Geil, Digga, miese Recherche, Digga, fühle ich. Dattlerin, mein Alter. Feier ich, meine lieben Freunde. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Haben wir mal wieder was gelernt. Und das ist wieder was Schönes hier. Wir haben uns wieder was reingezogen, was mich dazu inspiriert hat, endlich wieder Datteln zu konsumieren. Und zwar werde ich jetzt, wie im Video vorgeschlagen, 3 Datteln mindestens am Tag jetzt reinfressen und mal gucken, was da mit mir passiert. Und ich hoffe, ein paar Zuschauer da draußen haben sich das zu Herzen genommen und werden das auch tun, denn damit können wir unsere Gesundheit verbessern und das ist eine gute Sache. Dafür bin ich auch ein bisschen hier, um einen guten Einfluss auch auf andere Menschenleben zu haben. Also, Dattel it in, man, Alter. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Haltet schön die Ohren steif. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Wissenschaft hat nicht immer recht. Ja, Bro. Ja. Aber manchmal schon. Deswegen. Wissenschaft lügt nicht, Digga. Ist halt eine Aussage gewesen, mit der ich so die ein oder anderen kleinen Problemchen hatte. Deswegen habe ich euch so komisch angeguckt. Ich liebe euch.